Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem Video. Ich habe jetzt mehrfach Anfrage zum Thema Monitorkalibrierung bekommen und da möchte ich heute einfach mal drauf eingehen. Als erstes stellt sich die Frage nach dem Warum. Warum muss man einen Monitor kalibrieren? Ganz einfach. Monitore neigen dazu, einen Farbstich zu bekommen oder einen Farbstich zu haben, vom Werk aus. Ganz einfach ausgedrückt, Farbe werde vielleicht rötlicher angezeigt oder grünlicher oder eben bläulicher. Und es führt dazu, dass die Farbe, die der Monitor darstellen soll, also die, die wir uns im Bild erarbeiten, dass die verfälscht werde. Das bedeutet, dass eben das, was man in mühevoller Bildbearbeitung sich erstellt hat, kommt dann in Wirklichkeit andersfarbig raus. Und wenn es nur Nuancen sind, ja, da fällt es dann nicht auf, aber es kann teilweise wirklich sehr heftig ausfallen. Man kann daraus eine wahre Philosophie machen und kommt sehr schnell vom Hundertstel ins Tausendstel. Denn hier kommen auch solche Sachen wie Farbräume zum Tragen, warum ein Bild auf unterschiedliche Anzeigegeräte jeweils anders aussieht. Warum sieht mein Ausdruck anders aus als am Monitor und so weiter. By the way, wenn man einen kalibrierten Monitor hat und man druckt auf seinem lokalen Drucker, also egal, ob es jetzt ein Farblaser ist oder eine Tintespritze, das ist egal. Wenn ich da ein Bild ausdrucke, dann wird das Bild bzw. die Farbe wieder anders aussehen. Denn hier kommt eben zum Trage, dass der Druckertreiber die Farbe gegebenenfalls anders interpretiert. Also müsste man den Drucker letztendlich auch kalibrieren. Dann hat man aber das Problem, dass je nach Druckmedium die Farbe wieder anders aussehen könne. Also mit Druckmedium meine ich mal lapidar Papier. Ja. Für gute Druckmedien, gute Druckpapiersorte gibt es eben entsprechende ICC-Profile. Ich habe in einem Video dazu schon mal was gezeigt, wie eine Farbe auf einer bestimmten Papiersorte rauskommt, wenn man eben entsprechend so ein ICC-Profil hinterlegt hat. Und du siehst, das Thema kann es doch schon in sich haben. Beschränken wir uns jetzt aber nur mal auf die Tatsache, dass wir an einem kalibrierten Monitor arbeiten wollen, damit die Farbe hier richtig dargestellt werde. Da muss man wissen, dass es grundsätzlich zwei Arten von Monitorkalibrierungsmöglichkeiten, je was für ein Wort, dass es da eben zwei Möglichkeiten gibt. Die erste Möglichkeit, den Monitor direkt über die Hardware zu kalibrieren, das ist speziell bei der richtig guten und vor allen Dingen teuren Monitore möglich. Ja, ISO wäre jetzt so ein Kandidat, nur mal als Beispiel zu nennen. Allerdings kosten diese Modelle schon mal einen vierstelligen Betrag. Und wer so einen Monitor kauft oder wer so einen Monitor hat, der weiß auch in der Regel darüber Bescheid, warum er den hat und warum er den braucht. Die zweite Möglichkeit ist auch gleichzeitig die, die wir jetzt hier nutzen wollen, ist nämlich über Software. Damit erzeugen wir ein Profil, ähnlich von den vorhin angesprochenen ICC-Profile, und damit werde die Farbe quasi ausgerichtet, sage ich jetzt einfach mal. Richtigerweise müsste man sagen, der Monitor wird profiliert. Ich bleibe aber der Einfachheit halber bei Kalibrierung. Für solche Kalibrierung benötigt man eben neben dem Monitor, den es zu kalibrieren gilt, ein sogenanntes Kolorimeter und ein Stück Software. Wenn der jetzt Kolorimeter nicht sagt, gib es einfach mal bei einer Suchmaschine deiner Wahl an, dann wird dir sowas angezeigt. Das ist, ich sage jetzt einfach mal, einfach lapidar, ein Boller, ja, irgendein Messgerät, das man per USB anschließt, wobei es ist mehr ein Sensor wie ein Messgerät selber, also das ein Empfänger, der hell und dunkel und Farbe erkennen kann. Aber wenn du bei Google suchst, findest du sowas. Wenn man sich mit der Materie etwas tiefer befasst, wird man zu dem Schluss kommen,
dass natürlich auch die Lichtverhältnisse eine Rolle spielen. Dann nehmen wir jetzt mal an, ich nehme die Farbe Rot. Wenn ich da mehr oder weniger Licht dazu gebe, wird es ja heller oder dunkler. Bei Grün und Blau ist es genau das Gleiche. Bedeutet im Umkehrschluss, dass das Umgebungslicht bei meinem Monitor gleichbleibend sein müsste. Es macht also einen Unterschied, ob ich das natürliche Licht im Raum nutze oder ob ich künstliches Licht nutze. Das hat alles Einfluss darauf, wie der Monitor mir eine Farbe präsentiert. Und du siehst auch hier, zieht das Ganze einen Rattenschwanz hinter sich her. Man kommt von einem Problem zum nächsten und so weiter. Stopp! Ich glaube, ich weiß, was du jetzt gerade denkst. Sag's nicht, das heben wir uns mal bis zum Schluss auf. Dann verrate ich dir, was du gedacht hast. Okay, was brauchen wir noch? Naja, natürlich etwas Zeit. Denn so eine Profilierung oder bis diese Programme durchgelaufen sind, das dauert eine ganze Weile. Und so lang kannst du eigentlich nichts am Monitor machen. Es sei denn, du hast zwei, dann kannst du am einen arbeiten, am anderen lässt du die Profilierung laufen. So mache ich das jetzt hier auch gerade. Und nachher wechselst du einfach die Geräte. Beziehungsweise arbeitest du am anderen Monitor und profilierst den ersten, wie auch immer. So, jetzt noch zwei Punkte. Dann geht es dann wirklich an die Kalibrierung. Erstens, es gibt verschiedene Modelle an Kolorimeter. Die meisten liefern Software für Windows und Mac mit, meist inklusive einem Online-Handbuch. In diesem Video hier zeige ich speziell nur, wie man unter Linux einen Monitor kalibriert. Und wie gesagt, der Durchlauf ist ziemlich lang. Aus dem Grund wird ein Teil dann einfach etwas schneller laufen bzw. herausgeschnitten. Das weiß ich jetzt noch nicht genau, wie ich das mache. Jedenfalls kürze ich den Teil dann ein. Da weise ich aber nochmal speziell darauf hin. Jetzt als allererstes schaltest du mal den Bildschirmschoner ab. Dann, wenn das Bild plötzlich schwarz wird, dann ist nichts mehr mit Kalibrieren. Gegebenenfalls musst du eben auch die Energieeinstellungen anpassen. Also der Monitor muss die ganze Zeit über anbleiben. Das Kolorimeter, das ich nutze, das ist schon was älter und stammt aus einem Set, das ich vor Jahren mal für Windows gekauft habe. Ich weiß nicht, ob dieser Hersteller, den ich da verwende, der Marktführer ist, aber wenn man nach Monitorkalibrierung sucht, stößt man eigentlich unweigerlich auf diesen Hersteller. Das Kolorimeter, das der Hersteller eben hat, funktioniert auch unter Linux einwandfrei. Es gibt jedoch von dem Hersteller keine Software für Linux dazu, also muss man die entsprechend, je nachdem was für ein Linux-System man hat, lade und installiere. Ein kleiner Hinweis, ich glaube es gibt mittlerweile auch für Linux, meine ich irgendwas gesehen zu haben, so ein Kolorimeter, ich weiß es nicht genau. Falls du dir aber doch irgendwas kaufen willst und nicht fündig wirst, es gibt eben bei Datacolor, so heißt der Hersteller, verschiedene Pakete, Kolorimeter und Software. Das Kolorimeter ist immer das gleiche. Bei der Software ist es egal, weil die läuft unter Linux sowieso nicht. Von daher, man braucht nur dieses Kolorimeter, mit dem man dann arbeiten möchte. Aber jetzt zurück zu unserem Linux. Was man braucht, sind einmal die ECC-Profiles sowie das Programm Argil oder Argil, wie auch immer. Unter dem Debian-Zweig würde man beides installieren. Ich schreibe das unten in die Videobeschreibung noch rein. Kommt beides in der Standard-Repositories raus. Solltest du was anderes wie den Debian-Zweig nutzen, dann musst du gucken, wo du das herbekommst. Aber normalerweise ist es immer mit dabei. Dann gab es mal eine grafische Oberfläche, beziehungsweise gibt es immer noch in der alten Version, DispCalGUI heißt das Ding. Doch die wurde nicht mehr weiterentwickelt. Die ist wohl irgendwie in Python geschrieben und wurde nicht auf Python 3 portiert. Das letzte, was ich rausgefunden habe, dass sich dann doch jemand die Mühe gemacht hat und sich der Problematik angenommen hat und das Projekt wohl irgendwie weitermachen will. Da gibt es aber noch Probleme mit der
Namenskonvention, weil beim ursprünglichen Entwickler, der hat den Namen und ach, keine Ahnung. Hinzu kommt, um dieses neue Ding zu installieren, bräuchte man für meinen Geschmack viel zu viel fremde Quelle. Ja, und ich zeige, wie das über die Konsole geht, das ist einfach. Das sind mehrere Schritte, die man eben quasi von Hand ausführen muss. Aber genau das zeige ich hier ja. Im Vergleich dazu bei Windows, man installiert die Software, man schließt das Kolorimeter an, startet die Software und dann läuft es im Prinzip mehr oder minder durch. Ja. Aber das, was wir hier jetzt vorhaben, das funktioniert genauso gut. Also ich gehe jetzt an der Stelle davon aus, dass du die ICC-Profiles und das Programm Agile installiert hast. Weiterhin hast du deinen Bildschirmschoner bzw. die Energieeinstellungen so modifiziert, dass dein Monitor nicht automatisch abschaltet. Wenn dem so ist, dann steckst du jetzt einfach mal dein Kolorimeter an und wir machen hier mal zu. Wir brauchen eine Konsole und wechseln dann in das Verzeichnis CD-User Share Color ICC. Ich mache das Bild einfach mal etwas größer. So, dann kannst du das vielleicht besser sehen. Dann fangen wir jetzt mal an. Sudo disk-v-d. Ich erzähle gleich was dazu. Minus Q. So. Sudo diskal, das ist das Programm, mit dem man arbeitet. Minus V steht für, also V steht für verbose, also dass überhaupt Ausgabe komme. Minus D. Ich gebe hier D2 an, weil ich zwei Monitore habe und er jetzt auf dem zweiten arbeiten soll. Wenn du nur einen Monitor hast, gibst du da D1 an. Zu dem Y habe ich nichts gefunden. Minus Q, H. Also minus Q ist für die Qualität. H steht für High. Läuft aber entsprechend länger. Will man kürzere Laufzeiten, kann man statt dem H auch ein L für Low und M für Medium angeben. Wir machen das jetzt aber einfach mal mit in einer hohen Qualität. Und dann wird über minus O Target A im Prinzip ein Profil erzeugt. In den Manpages zu Diskal stehen dann die ganzen Optionen noch drin, die möglich sind. Auch wie man rausfindet, welches Monitor 1 Monitor 2 ist. Ja, also steht alles da. Gut, schicken wir das mal ab. Es geht einen Augenblick und dann kommt dieses Farbpatch. Und darauf wird jetzt das Kolorimeter eingesetzt. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich jetzt das Kolorimeter draufstelle, läuft ja mein Screencast nicht weiter. Aus diesem Grund habe ich noch eine Webcam auf den Monitor gerichtet. Es sieht jetzt von der Farbe her etwas anders aus, aber jetzt packe ich hier das Kolorimeter drauf. So. Einfach nur mittig drauf und schaue, dass es anliegt. Ich habe den Monitor etwas geneigt, also dass dieses Kolorimeter wirklich drauf liegt. Das musst du einfach ausprobieren, je nachdem, was du für eins hast. Einfach nur gucke, dass es richtig drauf liegt. So, und dann gehe mal her und drücke Enter. Und jetzt wähle mal als erstes aus, Moment, die Nummer 5. Und jetzt wechselt dieses Patch die Farbe, denn es werde jetzt Farbwerte, Kontrast und Gamma des Monitors bestimmt. Das geht jetzt einfach eine Zeit lang, also nicht so lang wie das andere dann nachher. Und eigentlich kommt er dann wieder zum Menü zurück. So, wenn man das jetzt so habe, dann wählt man als nächstes die Nummer 7, Continue on to Calibration. So, und jetzt geht es wirklich ziemlich lang, bis das durchgelaufen ist. Und ich will jetzt einfach mal noch einen Moment warten, damit du siehst,
Es passiert im Prinzip immer das Gleiche. Also dieses Farbpatch ändert die Farbe. Jetzt eben mal schwarz, mal weiß, mal irgendeine andere Farbe. Und so geht es jetzt eine ganze Weile durch. Und diesen Teil werde ich dann eben nachher schneller laufen lassen oder einen Teil rausschneiden, damit es nicht zu lange dauert. So, nachdem es jetzt fertig ist, kommt der nächste Befehl, der nächste Schritt. Das wäre sudo dagen-v-d3-f836-display. So, V steht wieder für Verbos, minus D3 steht für Video RGB, F836 steht für die Anzahl der anzuwendenden Farbpatches, dabei ist 836 der höchstmögliche Wert, also die höchste Qualitätsstufe, und es wird eben die Datei Display A erstellt. Eine ausführliche Dokumentation zu Tagen verlinke ich hier unten in der Videobeschreibung. Und Schuss. So, der nächste Schritt ist nun, dass man mit Dispread werde die Patches, die das Programm Tagen vorhin erstellt hat, die werde jetzt abgearbeitet. Der Befehl sieht so aus. Und wenn man den jetzt so ausführt, funktioniert er an einem PC, wo nur ein Bildschirm ist. Wenn du zwei Bildschirme hast, wird hier noch ein minus D2 für Display 2 angegeben. Dann erscheint hier wieder das Patch. Machen wir da Schuss. Und jetzt werden diese 836 Patches abgearbeitet. So, das dürfte jetzt nicht mehr ganz so lang gehen. Also vorhin hat es irgendwie knapp 3 Stunden ist es gelaufen. Ich werde das aber dann auch wieder im Schnelldurchlauf eben weiterlaufen lassen. So, das ist jetzt auch durch und hat ja, nochmal eine gute Dreiviertelstunde gebraucht. Dann geht es jetzt weiter. So, und jetzt werden wir noch eine Profildatei erstellen. Über sudo colprof-v-d. Display A minus QM AS Display A. So, und jetzt wird im Prinzip eine ICC-Datei erstellt und die binden wir dann in das System ein. So, also mal gucken, ob es die da gibt. Display A ICC, hier ist sie. So, und ich würde sagen, damit wir jetzt den Vergleich haben, dann wechseln wir jetzt nochmal in das Darktable-Bild. So, hier sind wir wieder. Jetzt, um diese ICC-Datei einzubinden, gehe ich mal auf die Einstellungen und hier unter nicht Energie, sondern Farbe. Jetzt suche ich mir den Monitor, das ist dieser hier. Schmeiß mal das Profil mal raus.
Profil hinzufügen und jetzt müsste es ein Display A geben. So. Und wenn man sich jetzt die Farbe ansieht, sieht es im ersten Moment etwas unnatürlich aus. Ich mache das nochmal vorher und nachher. Ich hoffe, man kann das erkennen einigermaßen. Das ist eigentlich jetzt, das sind die richtige Farbe, die wir jetzt haben. Und somit wäre der Monitor eigentlich profiliert. Bevor ich jetzt fertig bin, du erinnerst dich, am Anfang hatte ich ja noch gesagt, ich weiß, was du denkst. Die Antwort ist, du hast wahrscheinlich gedacht, jo, das lohnt sich überhaupt gar nicht. Ja? Und hast du das gedacht? Also man habe jetzt ungefähr 3,5, fast 4 Stunden hat es jetzt gedauert, bis es jetzt durchgelaufen ist. Und natürlich haben wir jetzt die Farbe, so wie wir sie darstellen wollen, also natürliche Farbe am Bildschirm. Das hilft uns aber für den normalen Druck nicht weiter. Wenn man sie aufs Handy lade, sehen sie unter Umständen wieder anders aus. Und die ganzen Punkte, die ich zum Anfang oder so zum Einstieg gesagt habe, die treffe eben, ja, so der Nagel auf den Kopf, ist es wirklich sinnvoll? Brauche ich das? Die Idee wäre, du bearbeitest einfach mal ein Bild mit dem Profil und einmal ohne dem Profil, exportierst dir die Bilder, beide, und druckst sie mal an einem Fotoautomat aus, DM, Mediamarkt, Rewe, wo auch immer so ein komischer Automat rumsteht. Diese Bilder kosten nicht viel, ja, dann hast du vielleicht 2-3 Euro rausgeschmissen und dann siehst du vielleicht den Unterschied. Wie gesagt, es kommt natürlich auch darauf an, was für einen Farbstich dein Monitor bisher hatte oder wie er eingestellt ist. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Bei Frage schreib es einfach unten in die Kommentare rein. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten, ich freue mich, wenn wir uns hier auf dem Kanal wiedersehen. Bis dahin, ich wünsche gute Zeit. Alles Gute. Weiterhin viel Spaß mit Darktable, weiterhin viel Spaß bei deiner Fotografie. Bleib gesund, sonnige Grüße und tschüss.